Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Heute schauen wir uns weiter den Tempel Remium an. Allerdings gehen wir zuerst mal nicht zu Belgemene, sondern machen noch etwas anderes. Zwischen den Videos habe ich meine Sphäre-Level verbraucht. Wie wir sehen, Wacker hat noch zwei Sphäre-Level. Das liegt daran. Ups, das ist etwas laut hier. Weil er schon am Ende seines quasi Sphärobaums ist. Das heißt, er könnte nur mit einem Level 3 Sphäropass hier rüber zu. Was ist das eigentlich? Das ist. Ja, das ist. Wie heißt sie? Lulu. Also ich werde mir das noch aufsparen. Also er ist momentan stark genug. Wir werden auf jeden Fall ihn entweder hier wegbekommen oder den Level 3 Sphäropass verwenden. Was genau, werden wir dann in der Folge sehen. Hier noch kurz erfrischen und dann geht's nach rechts. Da tue ich nämlich heute hin. Wie uns der Sphäroid auf der linken Seite vor ein paar Folgen schon gesagt hat, hier können wir auch ein Chocobo-Rennen veranstalten oder mitmachen. Und zwar, da brauchen wir nur hier den Chocobo anreden und sagen, wir wollen aufsteigen. Und dann müssen wir quasi einen anderen Chocobo, der auf der anderen Seite startet, schlagen, indem wir als erster unten am Ziel ankommen. Das hört sich relativ einfach an, ist es leider auch nicht. Prinzipiell ist es schon sehr einfach. Man braucht einfach nur den schnellsten Weg, den ich jetzt wähle, hier runterlaufen und kommt quasi garantiert als Erster an. Nur, dann lässt man quasi fast alle Schatztruhen liegen, die hier rumliegen. Und das muss ja nicht auch nicht unbedingt sein, dass man das will. Allerdings bekommt man dann auf jeden Fall den Preis, für den ich eigentlich hierher gekommen bin. Und zwar, das sehen wir gleich. Das mit den Schatztruhen funktioniert übrigens irgendwie nicht ganz so einleuchtend. Und zwar, der Schatz, den man bekommt, hier neben spielt, deswegen bin ich eigentlich hier. Was der kann, sehen wir gleich. Oder bald. Ich erkläre es auch, was er macht. Also das Textfeld brauchen wir uns jetzt nicht durchlesen. Das mit den Kisten hier, so funktioniert so, dass je mehr Kisten man einsammelt auf dem Weg runter, desto besser der Schatz, den man bekommt. Das heißt, man muss quasi öfter spielen, um alle Schätze zu bekommen. Das erste Mal quasi eine Kiste aufmachen, dann zwei Kisten. Ich glaube, insgesamt sieben Kisten liegen dort. Aber es sind keine Schätze, die ich jetzt unbedingt brauchen würde. Vorerst mal. Außerdem ist es relativ schwer, alle Schätze zu bekommen und quasi die besten Sachen abzustauben. Deswegen lasse ich es mal beim Nebelspiegel, den wir später brauchen werden. Natürlich kämpfen wir jetzt auch mal wieder gegen Belgemener. Ich habe natürlich die Ekstasen meiner Bestias aufgeladen und wir kämpfen jetzt gegen Ixion. Before we begin, now, are you ready? Genau. Sie hat natürlich unsere Bestie wieder geheilt und so, das kennen wir eh schon. Und jetzt kämpfen wir gegen Ixion. Zu den Kisten und zu dem Nebelspiegel da von dem Chocobo-Rennen gerade. Der Nebelspiegel, den braucht man dafür, um gewisse Items zu sammeln, die man zur Herstellung der Ultimate-Waffen braucht. Zum Beispiel kann man mit dem Nebelspiegel, sofern er dann voll aufgeladen ist, die Kiste vor dem Waffenshop vor dem Monstershop aufmachen. Und dann nehmen wir hier einen Schieber. Die kämpfen wir nämlich als nächstes. Die können wir nächstes Mal nicht verwenden. Ja, wie gesagt, zum Beispiel die Kiste vor dem Monstershop oder auch das Siegel, das an der Klippe unten an der großen Ebene, an der stillen Ebene ist, wo wir schon waren. Das sind alles Sachen, die kann man nur quasi aktivieren, wenn man den Nebelspiegel hat und den Nebelspiegel auch voll aufgeladen hat. Um den aufzuladen, muss man etwas mit ihm spazieren gehen. Was das genau heißt, das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. So, hier ist Ixion in Ausweichstellung, das heißt, ich werde kurz mal hier auf Hartetür machen. Dann glaube ich, werde ich ganz normal angreifen. Ich hätte auch im Prinzip zweimal angreifen können, wäre kein Problem gewesen. Ixion sollte nicht lange genug durchhalten. Ich hätte aber schon gern, dass er mich angreift. Machen wir mal Himmelszorn. Jetzt ist er gerade in Abwehrstellung und nimmt fast keinen Schaden. Ich brauche nämlich noch einen Angriff von ihm, um mich quasi voll aufzuladen. Oh, das ist jetzt sehr unangenehm. Kann nämlich fast sein, dass ich jetzt sterbe. Ja, natürlich. Das macht die Sache etwas interessanter. Aber macht auch nichts. Wir haben zumindest eine Ekstase angebracht. Genau, und das mit dem Spiegel aufladen, das haben wir wahrscheinlich in der nächsten Folge vor. Ich plane es zumindest für die nächste Folge. So, wen holen wir jetzt? Holen wir am besten mal Volfaris. Hier wird auch eine.
eine Ekstase anbringen müssen oder können oder dürfen, je nachdem. Übrigens haben die Bestias hier, ich habe es glaube ich letztes Mal schon erwähnt, ab 20.000 AP und jeder hat immer 5.000 mehr circa. Das heißt, ich glaube, Valkyrie hat 20.000, Ifrit hat circa 25.000, Ixion hat circa 30.000, also 3 Ekstasen circa, die man braucht. Der einzige, der ausreißt, ist glaube ich Shiva, die hat glaube ich nur 20.000 wieder, warum genau weiß ich nicht, aber vielleicht deswegen, weil sie auch relativ gut ausweichen kann. So, und jetzt holen wir uns noch Ifrit und das sollte eigentlich genug sein, um Valfaris in die Schranken zu weisen. Ich habe ja glaube ich einmal mit Shiva angegriffen, normal angegriffen, Schaden gemacht, weil sonst hätten wir ja nur 29.997 Schaden gemacht, was ja nicht ganz 30.000 ist. Und nachdem wir den Nebelspiegel aufgeladen haben, gibt es noch zwei Sachen, die ich herzeigen will. Und zwar können wir noch Items aufsammeln und dann geht es auch schon mit der Story weiter. Wir könnten theoretisch auch Schmetterlingsspiel in Makalani im Wald nochmal machen und es gibt etwas bessere Preise, allerdings ist die Zeit bei 30 Sekunden und die Preise sind nicht wirklich so toll. Schauen wir mal kurz nach, was wir da bekommen könnten. Auf jeden Fall habe ich mir gemerkt, dass es nicht so wirklich tragisch ist, wenn ich es nicht habe. Was steht da? Naja, genau, also ich... Ah, you have made some progress. And for that, I'm glad. Take this. It may come in handy. Ja. Gut, wir kämpfen gleich nochmal gegen sie, und zwar um Shiva zu schlagen. I will be the judge of your Aeon's strength. Are you good enough, I wonder? Hey, Shiva. Very well. Before we begin, now, are you ready? Sehr gut, und hier jetzt der Kampf gegen Shiva. Also wegen dem Schmetterlingsspiel. Jetzt könnte man zwei finale Elixiere für den mittleren Teil abstauben und zwei Elixiere für den nördlichen Teil. Nichts, was ich wirklich brauche. Also ich werde das wahrscheinlich liegen lassen. Finale Elixiere und die Elixiere sind jetzt nicht so tragisch wichtig, dass ich sie brauchen würde. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr Aufregendes zu tun, vorerst mal in der stillen Ebene. Deswegen werden wir dann mit dem mit der Story weitermachen. Wir könnten theoretisch 10 Monster von der stillen Ebene, also von jedem Monster 10 Exemplare der stillen Ebene, das gleiche im Makalania-Wald und das gleiche in der Donnersteppe machen. Allerdings lohnt sich der Aufwand jetzt noch nicht. Es geht nachher deutlich besser und deutlich einfacher. Deswegen werde ich das auf dann verschieben, wenn wir wieder hier zurückkommen. Hey, das ist sehr gut von dir, weil da kann ich mich ja heilen und so. Ich werde jetzt versuchen, mich noch hier irgendwie gegenzuheilen und schauen, ob ich noch eine Ekstase mit Ixion rauspumpen kann. Was sehr gut ausschaut momentan. Also das wird der Plan für die nächsten paar Episoden sein. Also zuerst den Nebelspiegel aufladen, dann noch einige Sachen auf der Seite machen und dann mit der Story weitermachen. So, einmal noch und dann sollten wir eigentlich fertig sein für noch eine Ekstase. Sehr gut. Und sonst, ja, wenn es mit der Story weitergegangen wird, wir machen leider nicht allzu lange mit der Story weiter. Der Grund ist ja, dass gleich nach der nächsten Story-Sequenz wieder eine kurze Sidequest-Ebene, ein Areal kommt, wo wir noch was ziemlich, nicht unbedingt extrem Wichtiges, aber was Lustiges erledigen können. Ey, die sind immer noch nicht tot, was soll das? So, wir werden uns jetzt, schau mal, ich glaube, ich halte das zwar jetzt nicht aus, aber egal, wenn ich hier sterbe, dann kann ich immer noch Bahamut beschwören. Bahamut ist übrigens die Bestie, die wir noch besiegen müssen quasi. Ja, hier sehen wir Shivas Ekstase nochmal in voller Länge. Genau, wie gesagt, nach der nächsten Story-Sequenz kommt gleich wieder ein Seitenareal, das wir... Zumindest ich will es unbedingt besuchen. Und dann geht es erst wirklich weiter mit einer
etwas größeren Story-Sequenz, wo dann etwas mehr Story kommt. Ey, wir halten das sogar aus. Wer hätte das gedacht? Einmal noch heilen und dann sollten wir endlich mal fett Schaden machen hier, oder? Ja, sehr gut. Also wenn sie vorher nicht tot war, dann ist es auf jeden Fall jetzt. Ich kann auch nachschauen, wie viel HP die ganzen... Erstens, wie die ganzen Bestias von Beltemene haben. Das habe ich nämlich auch nicht gesehen. Ja, hier nicht. Hier. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Tja. Ja, schon das Monster-Farm-Ding. Ah. Oh, hier steht's. Ah, stimmt. Also, Balfaris hat 20.000, Ifrit hat 28.000, Ixion hat 30, Shiva wieder nur 20.000. Ah, you have made some progress, and for that, I'm glad. Take this, it may come in handy. Und Bahamut hat 35.000. Den heben wir uns aber für später auf. Bevor wir Bahamut in Angriff nehmen, wollen wir nochmal all unsere Ekstasen aufladen und so weiter und so fort, damit wir auch ja nicht versagen hier. So, hier würde ich noch kurz mal speichern. Und ich werde auch jetzt dann anfangen, langsam wieder Blitzball zu spielen. Deswegen, weil es einige Sachen für Walker nur dann gibt, wenn wir quasi Blitzball machen. Oder Blitzballspiele, Blitzballturniere gewinnen. So, das war eigentlich schon fast alles hier heute. Ich gehe noch kurz Richtung Makalania-Wald. Vielleicht zeige ich auch her, wo wir hingehen. Je nachdem, wie schnell dass ich jetzt darüber komme. Vielleicht zeige ich euch ja was her, was wir nächstes Mal uns gleich anschauen werden. Dann habe ich für die Sachen nächstes Mal mehr Zeit. Ja, wie gesagt, es bleibt leider weiterhin so, dass die Folgen relativ unregelmäßig kommen werden. Ich werde versuchen hier, immer wenn ich Zeit habe, so viele wie möglich gleich fertig zu machen und dann, wie gesagt, täglich ab hinaufzuladen, beziehungsweise die Löcher mit Freelancer zu stopfen, sofern mir das möglich ist. Aber ich weiß auch, dass nur ungefähr die Hälfte oder maximal zwei Drittel von euch überhaupt Freelancer zuschauen. Auch wenn ich das schade finde, denn es ist eigentlich von dem generellen Gameplay her, abgesehen von den Weltraumschlachten, jetzt nicht viel anders als die anderen RPGs, die wir bis jetzt hier gespielt haben. Insofern durchaus etwas, wo man reinschauen kann, auch wenn man mit Weltraumspielen sonst eigentlich nichts anfangen kann. Leider komme ich auch dadurch, dass ich jetzt sehr wenig Zeit habe, sehr schlecht dazu, Breath of Fire 3 weiter vorzubereiten. Deswegen geht es im Forum auch sehr langsam voran. Ups, da wollen wir noch nichts. Eins weiter, hier. Natürlich können wir mit dem Chocobo nur auf der stillen Ebene herumreiten. Das ist natürlich schade, aber wir sind ja das zu Fuß gehen schon langsam gewöhnt mit Tidus hier. Hier könnten wir uns nochmal aufladen oder speichern. Den Speicherpunkt kennen wir ja schon. Und dann gehen wir zurück. Es gibt übrigens von hier aus einen Alternativweg durch den Makalania-Wald, den ich auch gleich herzeigen werde, wo wir quasi nicht über die Äste gehen müssen. Und zwar hier. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, hier. Oh. Ja, genau, irgendwie. Wenn ich da vorne nach unten gegangen wäre, wäre ich gleich zu den Ästen gekommen. Und hier gibt es quasi die Abkürzung. Hier liegt ein komisches Ferroid-Ding rum und was genau das ist, beziehungsweise wo wir ein zweites davon finden und was Ixion damit zu tun hat, das sehen wir nächstes Mal, wenn es so heißt. Let's Play Final Fantasy 10 und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß!